Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, im heutigen Video, wo es um die Thematik geht, nebenberuflich, selbstständig, welche Dinge funktionieren am besten, welche sind auch vom Budget her finanzierbar überhaupt für einen Otto Normalverbraucher, wo sind auch die Chancen langfristig am größten, insbesondere natürlich auch, was die Skalierbarkeit betrifft. Ja, fangen wir direkt mit dem ersten Modell an, was öfter auch im Bereich von Online-Business angepriesen wird und auch immer wieder besprochen wird. Ich habe noch dazu eine Liste geführt, deswegen schaue ich ab und zu mal rauf. Das ist Amazon FBA. Ich hoffe, man erkennt es. Also Amazon FBA. Ich werde es übrigens auch später nochmal im Video, in der Videobeschreibung auch nochmal hier runterschreiben, damit du auch nochmal dort reinschauen kannst, falls es vielleicht hier nicht ganz so gut im Video erkennt. Also Amazon FBA letztendlich funktioniert so, um es ganz kurz zu erklären, dass du Produkte einkaufst, ja, von zum Beispiel Alibaba, und sie dann über Amazon vermarktest. Die Problematik ist dabei, ich kenne auch selber einige Kontakte in dem Bereich, die es versucht haben. Du kannst zwar relativ einfach Produkte erfolgreich verkaufen. Du musst aber erst noch dort dann in der Regel mehrere Produkte einkaufen, bis dann schon mehreren tausend Euro, bis du überhaupt ein Produkt gefunden hast, was halbwegs gut funktioniert. Die weitere Problematik ist, neben dem hohen Startkapital, was du brauchst, dass du in der Regel wenn etwas passiert, also der Kunde zum Beispiel ein Problem hat, also Stichwort Produkthaftung, sehr schnell in dem Bereich haftbar gemacht werden kannst und somit auch juristisch gesehen die Sache höchst problematisch ist. Zudem ist der Aufwand nicht zu unterschätzen. Auch die Leute, die ich dort kenne, in dem Bereich, die dort tätig gewesen sind, die hatten bald früher oder später keinen Bock mehr gehabt, weil die ganzen Kundenanfragen in dem Bereich nicht zu unterschätzen sind. Gerade dann, wenn man es nebenberuflich macht. Und ich kenne in dem Bereich zum Beispiel auch, die haben nebenberuflich zumindest ein paar hundert Euro verdient. Aber allein schon dann der ganze Aufwand mit den Kunden, dann noch die Kosten etc., die Risiken, sodass dann relativ schnell auch die Leute für sich erkannt haben, dass es einfach kein Verhältnis ist, weil das Verhältnis zum Ertrag, Aufwand, Risiko einfach kein gesundes, nicht gesund letztendlich das Gesamtkonzept profitabel genug ist, wie gesagt, um dann dementsprechend schon gar nicht nebenberuflich in dem Bereich zu agieren. Trotz allem natürlich gibt es Leute, die sind in dem Bereich erfolgreich tätig, da auch meinen Respekt an dieser Stelle. Aber wie gesagt, um es abzuschließen, sehr teuer. Ja, in der Regel musst du mehrere tausend Euro investieren. Risiko nicht zu unterschätzen, kannst schnell im Bereich Produkthaftung allein mit mehreren tausend Euro letztendlich dann dort, ja, bist du immer in der Schwebe, gibt es gewisse Risiken. Und wie gesagt, auch der Aufwand ist alles andere als zu unterschätzen. Zweite Beispiel, auch hier gucke ich kurz auf meine Liste. Was immer wieder gern besprochen wird, ist natürlich das sogenannte Affiliate-Business. Ja. Am besten über Digistore einfach Produkte raussuchen, die sie dann vermarkten, ja, dieser Klassiker, oder auf Amazon Produkte raussuchen, die sie dann vermarkten. Das Problem ist, was oft dabei nicht erwähnt wird, zu einem ist natürlich dort das Ganze so, dass du eine gewisse Abhängigkeit hast. Das heißt, wenn du zwar schon Digistore-Produkte selektierst, habe ich in der Vergangenheit übrigens auch gemacht, schon viele Jahre zurück, dass viele Anbieter dann zum Beispiel das Produkt einfach rausnehmen oder die Provision einfach negativ anpassen oder über, ja, allgemein, wenn du Produkte vermarktest, über Amazon beispielsweise, auch dann die Produkte oft nach kurzer Zeit nicht mehr verfügbar sind, du jedes Mal die Produkte wieder anpassen musst. Aber das größte Problem in dem Bereich ist einfach, nach meiner Erfahrung, auch von den Leuten, denen ich dort in Kontakt trete, in Verbindung auch bin in dem Bereich, die auch teilweise über Affiliate Marketing erfolgreich ein Geschäft mehr oder weniger betreiben, ist einfach die Skalierbarkeit. Ja, das heißt, wenn du deine Einnahmen erhöhen möchtest, noch mehr Umsatz, noch mehr Provision generieren willst, dann sind deine Einnahmen vor allem von deiner direkten Reichweite entscheidend. Ja, das heißt, du musst erstmal sehr, sehr viel Reichweite überhaupt haben, denn du hast im Durchschnitt realistisch gesehen zwischen 0,5 bis 2% Conversion-Rate, ja, im Verkaufsbereich.
Das gilt ebenso im Affiliate-Marketing-Bereich, wo auch damals, wo ich als Online-Marketing-Manager gearbeitet habe, also noch als abhängig beschäftigt, der nicht anders. Ja, die Conversion-Raten sind immer so ungefähr zwischen 0,5 bis 2%. Und dann kannst du ja ausrechnen, wir reden jetzt hier nur von den Klicks auf die Verkaufsseite, wie viel Traffic du ungefähr brauchst, um auch nur halbwegs damit nennenswerte Einnahmen zu generieren. Natürlich kannst du auch direkt Anzeigen schalten, beispielsweise Facebook-Ads, Google-AdWords etc. Aber dort musst du echt schon Profi sein, um dann so eine Conversion-Raten zu generieren, wo du dann zumindest im Nachhinein überhaupt erst deine Kosten amortisierst, was auch natürlich tendenziell immer teurer wird. Auch die Facebook-Anzeigen, Google-AdWords-Anzeigen etc. nicht günstiger werden tendenziell, sondern immer teurer werden. Deswegen direkt darüber den Cash zu generieren, ist sehr unwahrscheinlich. Ja? Das wie gesagt zum Thema Affiliate-Marketing. So, dritter Punkt, was auch ab und zu, aber nicht so häufig jetzt mittlerweile mehr vorkommt, ist auch aus gutem Grund das sogenannte T-Shirt-Business. Wir brauchen nur ganz kurz ein. Hier ist ähnliche Problematik wie im Affiliate-Bereich. Also T-Shirt-Business lebt ja vor allem in der Regel davon, dass du direkt promotest, direkt vermarktest, selber T-Shirt erstellst. Zu einer Thematik, die aktuell gefragt ist, ja zum Beispiel vor ein paar Jahren die Thematik Kryptowährung, ja beispielsweise. Das Problem ist zu einem, dass sogenannte Hypes sind, also oft Hypes, die nach gewisser Zeit wieder ab, wieder sich erholen, also wieder abebben. Aber es ist auch das Problem in dem Bereich, dass es sehr schwer ist, überhaupt profitable Anzeigen zu erstellen, geschweige Nischen zu finden, wo die Anzeigekosten nicht so hoch sind, aber gleichzeitig immer noch groß genug wären, um damit profitabel zu sein. Also eigentlich etwas für absolute Profis und selbst die haben schwer, deswegen für Laien absolut nicht zu empfehlen. Und auch hier ist natürlich auch die Problematik, dass es sehr schwer skalierbar ist, das Business. Um ehrlich zu sein, ich kenne nur einen, der mit diesem Business zumindest kurzfristig ganz gute Einnahmen generiert hat, das dann auch vermarktet hat als eigenes Produkt. Doch damit langfristig überhaupt profitabel zu sein, geschweige denn profitabel zu werden, ist in dem Bereich sehr, sehr schwer, gerade wie gesagt für ein Laien. Ja, vierter Punkt, was ich dir vorstellen möchte. So, wir schauen, genau, digitale Produkte ist auch so ein Klassiker. Sinngemäß, erstelle einfach dein digitales Produkt. Jeder hat irgendwelches Wissen oder irgendwelche Fähigkeiten, die er vermarkten kann, worüber er ein Produkt erstellen könnte. Das ist schon nicht die Wahrheit, muss man sagen. Nicht jeder hat ein Wissen, was so relevant ist für eine Zielgruppe, die groß genug wäre, geschweige ein Wissen, was man nicht woanders bekommen könnte. Deswegen ist auch dort schon viel Unwahrheit dabei, wenn man dort viele in dem Bereich, viele Äußerungen liest in dem Bereich digitale Produkte. Und wenn du damit profitabel sein möchtest, dann musst du auf jeden Fall eine Nische finden. Da natürlich musst du erstmal Reichweite in dem Bereich aufbauen. Und wenn du direkt dein Produkt promoten wolltest, vorausgesetzt natürlich, du hättest eine Zielgruppe, die groß genug wäre, dann müsstest du auch mehr oder weniger Profi werden, zum Beispiel im Bereich von Google AdWords Anzeigen, im Bereich von Facebook Anzeigen. Und auch hier ist es immer schwerer, aufgrund der sukzessive steigenden Kosten, überhaupt direkt dein Produkt zu verkaufen, dass du zum Beispiel 1 Euro ausgibst und wer 2 Euro einfährst, wird auch gern in dem Bereich behauptet. Die meisten generieren dort überhaupt, wenn sie dieses Geschäftskonzept benutzen, erst über Remarketing oder über Upsells und Downsells dann den Gewinn oder über langfristigen Listenaufbau. Und wie gesagt, da direkt Gewinne zu generieren mit dem Direktverkauf ist immer mehr unwahrscheinlich. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn du in dem Social-Media-Bereich Reichweite aufbaust oder im Content-Marketing-Bereich. Aber selbst dort ist dann das Business immer von deiner Reichweite letztendlich abhängig. Das heißt, auch hier ist es sehr schwer skalierbar. Einzige Ausnahme gibt es, wenn du dir zum Beispiel Affiliate aufbaust, also selber auch Leute ein Produkt mitvermarkten, dann kannst du auch dort eine gewisse Hebelwirkung aufbauen. Aber dann musst du auch schon ein gewisses Branding haben, eine gewisse Größe haben, gewisses Standing haben in der Branche, überhaupt dann dort in den Genuss zu kommen, von dieser zusätzlichen Nebelwirkung zu profitieren. Deswegen gerade für Anfänger in der Regel ein Business, was nicht zu empfehlen ist. Fünfter Punkt, auch hier schaue ich für meine Liste. Genau, das ist die Thematik Nischenseiten. Ja,
Ja, was Nischenseiten kurz erklärt, wahrscheinlich hast du es auch schon mal gehört. Also du erstellst auch dort zu bestimmten, wie es schon der Name sagt, zu bestimmten Nischen, also die nicht so stark bisher beackert wurden, spezielle Seiten. Optimierst sie SEO-technisch, also im Search Engine Optimized-Bereich, also Suchmaschinenbereich, sodass diese Seiten dann in den organischen Suchbereich der Suchmaschinen einfach von Google möglichst weit oben im Ranking gelistet werden und vermarktest dort dann überwiegend der Klassiker über Amazon. Ja, ist ja so ein kostenfreies Partnerprogramm, wo ich auch dann dementsprechend bei Affiliate-Links Produkte vermarkten kannst, auf Provision bekommst, zwischen der Regel 1-10%. Und das ist, wie gesagt, so der Grundgedanke zum Bereich Nischenseiten. Ich muss sagen, Nischenseiten hat tatsächlich in der Vergangenheit relativ gut funktioniert. Auch dort, wenn man von passivem Einkommen spricht, war es tatsächlich möglich, einfach ein paar Nischen zu erstellen und sich dann mehr oder weniger zurückzulehnen. Mittlerweile hingegen ist es so, dass sich der Suchalgorithmus von Google extrem verändert hat, auch bei anderen Suchmaschinen, und statische Seiten immer schlechter ranken. Ja, was heißt das? Du musst immer wieder Content fabrizieren auf deiner Website, auf deinem Blog beispielsweise, damit deine Seiten auch immer noch gut ranken. Das heißt, der Arbeitsaufwand ist wesentlich größer geworden als in der Vergangenheit. Also wie gesagt, statische Seiten werden immer weiter abgestraft, dynamische Seiten gegen immer wieder neuen Traffic fabrizieren, können auch dann das Ranking durchaus halten, auch im Ranking dann immer weiter steigen. Das Problem ist halt, dass Nischenseiten relativ wenig abwerfen. In der Regel sind das gerade mal 50 Euro, vielleicht bei 100 Euro, ganz wenige nur. Und das sind dann wirklich schon sehr umfangreiche Seiten, nicht mehr von Nischen sprechen kann, die in der Regel mehrere hundert Artikel haben, die es dann vielleicht auch vierstellig schaffen. Das heißt, wenn du überlegst, dass meinetwegen 10, 20 Nischenseiten, die gerade mal einen Ertrag abwerfen von 50 bis vielleicht einen kleinen dreistelligen Betrag, dann musst du bei jeder Nischenseite beispielsweise einmal mindestens in der Woche vielleicht einen Beitrag fabrizieren, damit die Dynamik aufrechterhalten bleibt. Da musst du letztendlich so viel investieren oder halt das outsourcen, dass es sich kaum noch letztendlich finanziell gesehen lohnt. Ja? Und unabhängig von der Tatsache natürlich bist du auch hier mehr von der Reichweite abhängig. Das heißt, du kannst nie mehr erzielen, als du direkt an Reichweite hast. Deswegen auch die Skalierbarkeit in diesem Business stark eingeschränkt. Ja, das, wie gesagt, die Thematik Nischenseiten. Also wie gesagt, hat mal gut funktioniert. Mittlerweile gehen wir es niemandem mehr empfehlen. Natürlich sind auch die Nischen kleiner geworden, nicht mehr ganz so einfach, überhaupt dort passende Nischen zu finden, wo man verhältnismäßig einfach ranken könnte, wie meinetwegen vor 5 Jahren. Ja, auch Suchmaschinenmarketing ist komplizierter geworden, viel komplexer geworden als vor meinetwegen 5 Jahren oder davor, und deswegen gerade für Laien meiner Meinung nach nicht mehr zu empfehlen. Ich hatte das die Thematik vorgemerkt, Nischenseiten. Ich gucke auch hier meine Liste, was ich als nächstes aufgeschrieben habe. Genau, und das ist jetzt auch so ein Klassiker, was aktuell auch im Umlauf ist. Eine Werbeagentur gründen. Ja, sinngemäß, gründe doch einfach deine eigene Werbeagentur und helf an Unternehmern, zum Beispiel ein Fitnessstudio um die Ecke, Pizzashop nebenan, was auch immer, um erfolgreich seine Produkte zu vermarkten. Das Problem ist hier in erster Linie, dass du dir schon wirklich sehr viel Kompetenz aufbauen musst, dass überhaupt andere Leute dir vertrauen, ja, dich überhaupt als Experte in dem Bereich sehen, um dir überhaupt einen Auftrag zu erteilen. Und das zweite Problem ist, dass natürlich auch hier die Skalierbarkeit extrem eingeschränkt ist, weil du musst eben immer letztendlich neue Kunden generieren. Ja, die werden auch dann teilweise natürlich abspringen, musst du neue Kunden gewinnen. Also ich persönlich muss sagen, kenne zumindest heute von meinen Direktkontakten keinen, der darüber Geld verdienen würde. Ist aber prinzipiell natürlich möglich. Aber ein sehr hoher Aufwand und sehr schwer, wie gesagt, gerade dann, wenn du noch keine Kompetenzen vorweisen kannst. Denn du wirst du natürlich sinngemäß auch gefragt werden, welche Erfahrungswerte haben sie, welche Referenzen haben sie. Wenn du vorher noch keinen Kunden gewonnen hast, keinen Kunden vorher betreut hast, nicht vielleicht wie meine Wenigkeit vorher als Online-Marketing-Manager gearbeitet hast, wird es sehr schwer dort sein, überhaupt entsprechend Kompetenz darzulegen und dann dementsprechend auch überhaupt auch nur den ersten Kunden zu gewinnen. Deswegen in der Theorie grundsätzlich gutes Business, aber gerade für Laien sehr unwahrscheinlich. Wenn du gegen andere Businesses schon gemacht hast im Bereich Online-Marketing, dort Kompetenzen vorweisen kannst, dann kann es im sogenannten Cross-Selling-Bereich
durchaus eine weite Einnahmequelle darstellen, dann zum Beispiel auch darüber Einnahmen zu generieren. Aber als Laie hier Kunden zu finden, ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig und unabhängig dessen, wie gesagt, von der Skalierbarkeit extrem von der Reichweite abhängig, denn du tauschst hier letztendlich Zeit gegen Geld, ja, und kannst immer nur begrenzt auch dementsprechend Kunden auch in dem Bereich betreuen. Deswegen aus mehreren Perspektiven von meiner Seite aus absolut nicht zu empfehlen. Ja, siebter Geschäftsbereich, ich hoffe, man kennt es. Da gucke ich kurz meine Liste. Ist der sogenannte Dropshipping-Bereich. Dropshipping, ja, was ist Dropshipping? Also kurz formuliert oder kurz erläutert, letztendlich nichts anderes, als dass du im Gegensatz zu einem klassischen Webshop, also so einen klassischen Webshop betreiben würdest, nicht direkt die Produkte lagerst, ja. Also ähnlich auch, kann man sagen, wie Amazon FBE, sondern dass du halt dort direkt über den Großhändler die Produkte verkaufst an deine Kunden und der Kunde auch nicht auf den Produkten sieht, dass zum Beispiel die Produkte über einen Zwischenhändler zugesendet wurden, sondern auch dort mit deinem Branding und so weiter die Produkte versehen sind. Das heißt, du hast halt einen Kostenvorteil, ja, weil du halt direkt die Produkte nicht lagern musst, sondern direkt über einen Großhändler, zum Beispiel Alibaba etc., dementsprechend an deine Kunden vermarktest. An sich auch ein funktionierendes Geschäftsmodell, gar keine Frage. Allerdings auch hier ist wieder die große Problematik bei den meisten Businessmodellen auch. Zu einem natürlich die Reichweite, du musst erstmal genügend Reichweite aufbauen. Es gibt auch hier Kosten, auch wenn es oft behauptet wird, dass die Kosten sehr gering sind, aber trotzdem gibt es auch hier viele Kosten, die für einen Laien nicht unbedingt einfach zu stemmen sind. Natürlich nicht so groß, als wenn du jetzt einen eigenen Online-Shop, eigenes Lager und so weiter verwalten müsstest. Aber auch hier, wie gesagt, kommen Kosten auf einen zu, die nicht unbedingt von jedem Laien, wie gesagt, einfach so getragen werden könnten. Aber das Hauptproblem in dem Bereich ist tatsächlich auch wieder die Skalierbarkeit. Du hast hier eine gewisse Abhängigkeit natürlich auch von Zwischenhändlern. Doch du bist in diesem Business halt, wie gesagt, bei vielen anderen Businessmodellen auch, die ich schon hier vorgestellt habe, extrem von einer Reichweite abhängig. Hast einen extremen Aufwand an Zeit. Du musst auch Kunden dementsprechend betreuen. Kunden haben Nachfragen. Deswegen gerade im Nebenberuf von der Zeit auch relativ schwer umzusetzen. Deswegen meiner Meinung nach für die wenigsten werden überhaupt geeignet. Ja. Kommen wir zum achten und letzten Punkt. Passt gerade so hier hin. Ja, und der eine oder andere von euch als treuer Zuseher oder Zuschauer, dem wird das jetzt nicht überraschen. Also Network Marketing heißt das Ganze letztendlich hier. Und ja, wenn du Network Marketing nicht gehört haben solltest, ist alles runtergefallen, macht nichts. Network Marketing noch nicht gehört haben solltest, was ist das letztendlich? Es ist auch hier ein klassisches Empfehlungsgeschäft an sich, aber mit dem Unterschied Nummer eins, dass du keine hohen Investitionskosten hast. Es gibt Network-Unternehmen, dass du oder kannst du bereits für einen kleinen dreistelligen Betrag und für eine Kaffeetasse am Tag ungefähr dich in diesem Businessmodell quasi beteiligen, also extrem kostengünstig. Und gleichzeitig ist es so, dass dieses Businessmodell im Gegensatz zu anderen Businessmodellen schon seit über einem halben Jahrhundert funktioniert. Es ist also kein Hype, ja, wie einige dieser Businessmodelle, die vielleicht seit ein paar Jahren oder für ein paar Jahre gut funktioniert haben, sondern Network Marketing, wie gesagt, funktioniert schon seit über einem halben Jahrhundert. Sehr, sehr erfolgreich, wird sie auch im nächsten halben Jahrhundert höchstwahrscheinlich auch genauso gut funktionieren und auch weit darüber hinaus. Ja, schon der erste Vorteil. Der nächste Vorteil ist in diesem Geschäft Network Marketing, dass du eben nicht direkt von deiner eigenen Reichweite allein abhängig bist und allein davon begrenzt bist, ja, was die Skalierbarkeit betrifft, sondern du kannst dein Geschäft im Gegensatz zu einem linearen Einkommen hebeln, also es skalieren, also ähnlich wie so eine Exponentialfunktion, weil du eben auch an der Leistung von Teampartnern mit beteiligt wirst. Das heißt, du kannst im Network-Marketing-Geschäft auf weitere Unterhändler aufbauen, weitere Vertriebspartner aufbauen und somit auch an diesen Vertriebspartnern beteiligt werden. Ja, als Beispiel, wenn du hier zum Beispiel ein Profitcenter hast, also hier direkt ein Produkt verkaufst, ja, zum Beispiel
Energieprodukte, ja, was ich zum Beispiel betreibe, dann kannst du nicht nur direkt Umsatz generieren, indem du direkt Kunden gewinnst, sondern du kannst auch eigene Profitzentren aufbauen, also auch andere Partner, ähnlich wie bei Amazon. Also Amazon kennst du bestimmt, Franchising-Unternehmen, wo letztendlich auch als Franchise-Nehmer eine Niederlassung dir bereitstellen lassen kannst. Natürlich dort richtig schnell von mehreren 100.000 Euro. Und das kannst du quasi im Network-Marketing-Bereich auch. Also dasselbe Geschäftsmodell, was bereits erfolgserprobt ist, ebenso auch einsetzen, somit auch direkt Kundenumsatz generieren. Aber du kannst eben auch, entgegengesetzt zum klassischen Franchise, eben genauso wie quasi McDonald's direkt auch andere Franchise-Nehmer quasi anbinden. Ja, wenn diese wiederum auch Umsatz generieren, bist du auch an dessen Umsatz beteiligt. Und somit hast du halt ein Geschäftsmodell, was auch wirklich unabhängig deiner eigenen Reichweite beliebig skalierbar ist. Ja, weil du eben, wie gesagt, nicht nur von deiner eigenen Reichweite abhängig bist. Und deswegen Network Marketing in meinen Augen, ja, sehr lange erfolgserprobt, wie gesagt, kein Hype, wird auch in der Zukunft funktionieren. Bei vielen anderen Produkten hingegen und anderen Businessmodellen, da diese Geschäfte werden in der Zukunft immer schwerer funktionieren oder auch bald ja gar nicht mehr funktionieren. Ich habe doch einige Gründe, die in diesem Video erläutert. Und wie gesagt, sie sind halt alle sehr schwer skalierbar und von rechtlichen Gefahren ganz zu schweigen. Es gibt auch viele rechtliche Fallstricke natürlich, habe ich dir auch bei einigen Modellen kurz angesprochen. Und deswegen, ja, auch natürlich von Investitionsaufwand. Viele sind mit horrenden finanziellen Budget, gerade in der Startphase, mit sehr großen Herausforderungen im Bereich verbunden. Und deswegen auch Network Marketing, auch was das Budget angeht, bei den meisten Modellen weit im Vorteil. Das, wie gesagt, meine Zusammenfassung, wie du nebenberuflich selbstständig starten könntest. Ja, also die klassischen, eine der breiten Ideen, die dort im Internet zu finden sind. Und wie gesagt, meiner Meinung nach bietet Network Marketing die meisten Vorteile. Auch übrigens, was ich vergessen habe, auch natürlich zeittechnisch, weil du dort auch wirklich nebenberuflich nicht so viel Zeit investieren musst, wie auch in vielen anderen Bereichen, wo du dann viel mit Kunden und so weiter zu tun hättest. Das, wie gesagt, mein Statement dazu, wenn du dazu Fragen hast oder ja gerne noch einen Kommentar von dir unterhalb des Videos, würde mich sehr freuen. Und natürlich würde ich gerne noch deine Fragen beantworten. Das war's in diesem Video und ich wünsche dir, je nachdem, wann das Video schaust, einen angenehmen Tag und einen angenehmen Abend. Liebe Grüße, dein Matthias. Ciao, ciao.